Detlef Irrgang, Jörg Scherbe, ihr seid jetzt die Ersten hier. Schön, dass ihr da seid. Wie war das Spiel am Freitag, das Turnier, aus deiner Sicht, Detlef? Das Ergebnis ist eigentlich egal. Wir haben zwar 5-3 gewonnen, aber das Wichtige für uns ist, dass wir eben alle einladen, dass viele die Einladung angenommen haben. Rund 800 waren da, ne? Also ganz schön viele. Ja, von den Zuschauern her, ja. Ich rede ja jetzt von uns, von den Lauser Legenden, die da alle dabei sind. Wir waren ja fast 40 Mann, die dort die Einladung angenommen haben. Und das Wichtige an dem Abend ist eigentlich, am Anfang sicherlich das Spiel, aber danach dieses Zusammensein beim Bier, lockere Gespräche zu führen und eben auch die Vergangenheit ein bisschen Revue passieren lassen, weil jeder hat ein bisschen Kurioses, Lustiges erlebt und das immer wieder aufleben zu lassen, das ist eine schöne Sache für uns. Kannst du noch mal erklären, wie es zu der Idee kam, sowas einfach ins Leben zu rufen? Oh, es war 2011, glaube ich. Wenn nicht, müsste Jörg mich jetzt berichtigen. Da hatten wir mal so ein, 2010, da hatten wir so eine Idee in Fetschau. Und da haben wir gespielt gegen FC Hansa Rostock, Traditionsmannschaft. Und wir mit Jörg haben gesagt, warum soll man nur Fußballer nehmen? Wir haben dann Happy gefragt, Kai, Mirko, die waren dann damals die Ersten, die dabei waren als Nicht-Fußballer. Es hat uns viel Spaß gemacht. Und Ende des Jahres haben wir dann zusammengesessen und haben überlegt, weil es gibt ja auch ein bisschen Geld und Startgeld und Aufwandsentschädigung und so weiter und so fort. Und um das alles steuerlich richtig zu machen, haben wir eben diesen Verein gegründet, hatten 7 Gründungsmitglieder. Ja, und seitdem läuft das. Kommen da auch so Erinnerungen wieder hoch an die aktive Zeit? Na, darüber sprechen wir natürlich auch. Nicht nur ums Sportliche, sondern was drumherum passiert ist. Ist jetzt nicht für jede Ohren bestimmt da, aber da gibt es bestimmt ein paar lustige Sachen, über die wir uns unterhalten haben, aber die bleiben bei uns. Detlef, wie wichtig ist es, dass man eben diesen Zusammenhalt hat, dass man eben nicht auseinanderrennt und gar nichts mehr miteinander zu tun hat, sondern Cottbus auch so als Treffpunkt nutzt? Sehr wichtig. Und man sieht es ja daran, weil viele Leute sind und auch, was jetzt vorhin schon angesprochen wurde mit den Zuschauern, das waren so um die 800 Zuschauer. Wir haben mit 500 gerechnet. Umso schöner war es für uns logischerweise, wenn man damit vor einer größeren Menge Zuschauer spielt. Aber wir haben natürlich auch vergessen, wir haben jetzt nicht nur Sportler dabei, wir haben auch den Alexander Knappe zum Beispiel als Sänger dabei. Und es kommen immer auch wieder neue Leute dazu, weil viele außerhalb sind. Manche sind im Ausland tätig, die da nicht kommen konnten oder hatten eben Verpflichtungen. Oder der Pat Sander, der hatte gestern noch oder am Donnerstag eine Augenoperation, deswegen konnte er nicht kommen. Es ist immer wieder ein Ja, Nein und deswegen sind wir zufrieden, dass so viele sind. Und das ist total wichtig, dieser Zusammenhalt. Wir hatten es ja mal probiert gehabt, mit dem FC Energie Cottbus so eine Art Traditionsmannschaft aufzubauen, aber der Verein wollte das nicht so richtig. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es eben alleine. Einmal im Jahr machen wir so einen Höhepunkt und das ist ja jetzt zum 3. Mal geschehen und das soll zur Tradition werden. Das wird es auch. Nächstes Jahr haben wir schon wieder allen Bescheid gesagt. Das wird auch immer der Freitag vorm DFB-Pokalfinale der Termin sein. Weil, kann man sich schon fest eintragen? Ja, das steht fest. Und wir haben auch noch mehrere Ideen, ob wir vielleicht mit unserem einen Sponsor Landskron Pilz, mit der Landskron Brauerei, dass wir vielleicht nächstes Jahr noch eine dritte Mann oder eine zweite Mannschaft einnehmen, dass wir 3 Mannschaften sind, dass wir vielleicht einen Lausitz Cup ausspielen. Natürlich nur immer jeweils 45 Minuten, nicht ein komplettes Spiel, das würde zu lange dauern. Die Ideen sind da, es wird immer wieder was Neues geschehen, um immer so ein Highlight zu setzen, einmal im Jahr. Und wenn die Cottbusser das annehmen, umso schöner für uns auch. Wir drücken die Daumen, dann auch für nächstes Jahr. Danke, dass ihr hier wart. Applaus für Detlef Irrgang und Jörg Scherbe. Dankeschön. Also ihr Lausitzer Legenden, ihr trefft euch hier in Cottbus, ihr nehmt das als Aushängeschild. Was macht Cottbus für dich dazu? Also erstmal muss ich sagen, Cottbus ist für mich genau die richtige Größe als Sportstadt. Ich habe ja in 2, 3 anderen Städten auch gespielt, wo ich sagen muss, wo das Umfeld viel intensiver ist, wo es auch nicht so viel Sport gibt, wo auch nicht so die übermäßige Kaufkraft vorhanden ist. Also sprich, du hast nicht so viele Sponsoren mehr als in Cottbus. Aber Cottbus hat was Spezielles. Erstmal muss ich sagen, kannten wir uns früher schon. Also ich kannte Irre schon sehr, sehr lange. Ich kannte Mirko Wohlfahrt schon sehr, sehr lange. Wir hatten untereinander als Sportler in dieser Stadt ein tolles Verhältnis. Gerade so Anfang der 90er Jahre war es ziemlich intensiv, weil wir hatten irgendwo das gleiche Schicksal. Es war die Wende. Es war nicht so viel da. Also
Also der Zusammenhalt untereinander. Der Zusammenhalt, na klar, wir haben uns gesehen und wir haben uns unterhalten und das fand ich damals toll. Auch wo ich dann wieder zurückgekommen bin, das hat alles keinen Abbruch genommen. Heute ist es anders, die Zeiten sind anders und das kann man auch sehen, ganz einfach daran, der Kontakt zwischen Handball und Fußball zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der so besteht, wie wir den früher hatten. Oder zwischen Radsport und Fußball. Radsport und Handball geht schon wieder. Also mehr vernetzen, oder? Ja, na klar. Hm. Wir Sportler haben alle das gleiche los. Wir brauchen die Zuschauer, wir brauchen die Sponsoren, ja, ganz wichtig. Und wir brauchen irgendwo unsere Plattform. Erstens zum Training und für den Wettkampf. Und das sowas, was wir hier haben in dieser Stadt, das ist so ein Juwel. Wenn ich das Sportzentrum sehe, wenn ich sehe, was wir für Anlagen haben, ja, auch Energie Cottbus hat super, super Trainingsanlagen. Das ist nicht überall so. Und trotzdem sage ich, oder wünsche ich mir, dass alle Sportler in dieser Stadt, egal wo sie spielen, was sie machen und tun, irgendwo eine Plattform haben, wo sie sich sehen. Und wenn das eine Kneipe ist, dann ist das eine Kneipe. Ja, Anfang oder Ende der 80er Jahre war das für viele Sportler die Kneipe Lucke. Da konntest du abends hingehen, da hast du 100%igen Sportler getroffen. 100%ig. Ja, und sowas gibt es jetzt einfach nicht mehr. Einfach, wo die sich auch austauschen können. Mehr vernetzen, den Zusammenhalt schaffen, die Plattform. Natürlich. Was meinst du, was ist für dich das, was in Cottbus, was Cottbus ausmacht? Bin ich Walli der gleichen Meinung. Wir haben mit die besten Stadien, die es eigentlich gibt, sage ich mal, überhaupt. Wir haben die beste Radrennbahn europaweit. Überdacht, Epovit-Part drauf, 333 Meter Bahn, das ist eine Weltbahn eigentlich. Es werden zu wenig Wettkämpfe gefahren, auch erstmal. So, jeder Wettkampf kostet Geld, das muss irgendwo finanziert werden. Ansonsten von der Plattform her, klar, das, was eigentlich früher war. Ich sag mal, wir sind früher als Jugendliche sind wir hochgeguckt oder wir haben hochgeschaut zu den großen Sportlern. Für mich war Lothar Thoms mein Vorbild. Das war ein 1000-Meter-Fahrer, da warst du froh, wenn du ihn früh mal gesehen hast, in der Kabine sich umziehen oder irgendwo, du bist dann zum Schluss als Jugendlicher rausgefahren in eine andere Richtung, er ist da lang gefahren, du wärst am liebsten auch da lang gefahren, aber durftest ja nicht. Der Trainer hat gesagt, wir fahren da, die anderen fahren dort lang. Und dann hast du ihn irgendwo beim Essen gesehen, das war eben ein Idol. Wenn du eine Medaille geholt hast, durftest du vorne am Tisch sitzen. Ich konnte 1984 bei den Großen sitzen, das war für mich, wo ich Weltmeister geworden bin, das Schönste, was gab. Andersrum, meine Sportskameraden mussten hinter mir sitzen, auf einem anderen Tisch, weil sie eben keine Medaille geholt haben. Es gab auch nicht sowas, dass wir eben früh irgendwo langgelaufen sind und wir mussten ihm guten Morgen sagen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Man kommt auf der Radrennbahn, es kennt keiner mehr jemand irgendwo, weil das Präsidium, sage ich mal, uns auch gar nicht mehr populär macht oder uns einladet in der ganzen Sache. Und damit fallen wir Alten irgendwann alle raus. So, und das war früher nicht so. Entweder haben wir eine Backpfeife gekriegt, einen Arschtritt gekriegt, wenn du nicht guten Morgen gesagt hast. Das war ganz normal und das müsste eigentlich auch wieder mal irgendwo hingesetzt werden. Müsste das auch eben, vielleicht mehr, genau. Ja, das ist eben der Ehrfurcht, sage ich mal, zu den großen Sportlern irgendwo oder das Aufsehen von den großen Sportlern. Wir haben doch früher zum Schluss alles von den großen Sportlern gelernt. Vom Training her, das sollte auch eigentlich sein. Von den Dummheiten her, was wir anstellen können und das passiert heutzutage gar nicht mehr. Jeder macht sein eigenes Ding. Es kennt kaum noch jemand draußen, weil jeder nur noch auf den anderen neidisch ist. Ich will mehr Leistung bringen. Wir sind früher nach dem Wettkampf, ist egal, ob das mit den Franzosen war oder einem Amerikaner, sind wir saufen gegangen. Wie Walle sagt, man kann auch mal ein Bier trinken gehen. Aber beim Wettkampf waren wir eben die Erzfeinde. Das war auch, sage ich mal, mit Ronny Kirchhoff, mein Sportler in Cottbus. Wir waren Erzfeinde im Training, im Wettkampf und danach, sag mal, 1989, wo ich Weltmeister geworden bin, hat er aufgehört. Wir haben uns eigentlich 2000... Ich glaube, 4 oder 5 das erste Mal unterhalten wieder. Seitdem sind wir Freunde geworden. Aber im Sport waren wir nie Freunde. Aber trotzdem auch von dir, was läuft gut in Cottbus? Was läuft gut? Gut läuft, sage ich mal, dass wir erstmal heute Abend hier sind. Das freue ich mich ganz dolle. Dass wir bei der Lausitzer Legende mit einmarschiert sind. Dass der Irre, sage ich mal, das Ding noch viel größer aufbauen soll. Und ich hoffe es, Jörg genauso. Und dass, sage ich mal, nächstes Mal vielleicht sogar 1000 Zuschauer kommen werden. Also wir werden mal die Trommel richtig wirbeln, was wir früher gemacht haben. Und wenn wir so zusammenhalten. Das zusammenhalten. Und wenn wir so nackig irgendwo durch die Stadt fahren müssen, wa? Mit dem Fahrrad. Danke an die Lausitzer Legenden Kai-Uwe Wallmünster und Jens Glücklich. Danke, dass ihr hier wart. Alex, Sänger, muss ich gar nicht weiter vorstellen. Mirko, ehemaliger Turner und jetzt Turndirektor. Alex, wir fangen aber mit dir an, denn du bist der Einzige hier,
Der einzige Torschütze von den Lausitzer Legenden, der jetzt heute hier ist. Vorbereitet habe ich übrigens auch noch ein Tor. Ganz klar, das war dein Highlight, oder? Und sonst, wie war das Spiel für dich? Ja, wir haben uns ja gerade im Vorfeld auch unterhalten, wann ist man eine Legende? Also ich, natürlich bin ich weit entfernt davon. Und du meinst, weil du mitspielen darfst bei den Lausitzer Legenden? Genau, also das ist natürlich für mich eine Ehre, besonders weil alle die, mit denen ich spiele, das waren meine Helden, ja? meine Idole sind es immer noch. Ich glaube, wenn man einmal ein Held ist, dann ist man immer ein Held. Natürlich macht mich das sehr stolz und was ich auch gelernt habe, Demut zu haben davor, dass man dabei sein darf und das kann ich dann irgendwann mal meinen Kindern erzählen und ja, es macht Spaß, das sind alles Menschen, die wissen, wo sie herkommen und sehr, sehr bodenständig sind und davon kann ich mir natürlich auch eine Scheibe abschneiden, weil man natürlich, wenn man was erreicht, denkt man ist immer angekommen, aber so ist es überhaupt nicht, sondern immer dieses Wort Demut und dieses, das muss man einfach haben und das haben genau die, mit denen wir da spielen auch. Und Mirko, der Übergang jetzt für dich, die Lausitzer Legenden wollen ja gerade das. Cottbus zu repräsentieren. Okay, also für mich jetzt schwer, als Sechster der Gäste hier zu sprechen. Viele Worte sind schon gefallen. Cottbus für mich eine lebenswerte Stadt, eine sehr liebenswerte Stadt. Für mich Liebe auf den zweiten Blick, weil ich bin Exportsachse. Durfte am Freitag gegen ein Idol meiner Kindheit spielen, auch als direkter Gegenspieler mit Dixie Dörner. Gegen Dixie Dörner. Ich habe diesmal keinen Fehler gemacht, kein Eigentor geschossen, kein Fehlpass gespielt, kein Gegentor, als ich auf dem Platz war. Männer, also ich denke mal, okay, ich habe nicht so sehr viel falsch gemacht. Okay, das zu dem Thema. Und also was macht die Lausitzer Legenden für dich aus? Die Lausitzer Legenden für mich, eine Plattform, den Cottbuser Sport zu repräsentieren. Wer sich nicht mit seiner Geschichte auseinandersetzt, wird auch keine Zukunft haben. Denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema und auch wichtig für mich und warum ich mich dort, warum ich Ja gesagt habe, als ich berufen wurde, dass es uns gelingt, mit Geldern, die gegebenenfalls übrig bleiben, wir waren vorhin bei dem Thema, wir wollen niemandem was wegnehmen, dass wir dort was Gutes tun und wir hatten uns dazu verständigt, Stars für Kids zu unterstützen, das tun wir und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf. Danke an euch, danke an die Lausitzer Legenden, die heute hier waren für den tollen Talk und ja, wir sehen uns aller spätestens nächstes Jahr wieder, wenn die Lausitzer Legenden wieder spielen und wir machen natürlich auch weiter mit dem Heimspiel, die Lausitzer Sportschau, halten euch bei Facebook auf dem Laufenden über die nächsten Veranstaltungen und hoffen, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Danke fürs Kommen. Ja.